Was ist das Lieblingsspielzeug aller Kinder? Genau, Lego. Und was wollte jedes Kind schon einmal werden? Genau, ein Jedi-Ritter. Endlich kam ein Softwarehersteller auf die Idee, diese beiden Kinderträume in ein Videospiel zu kombinieren. Heraus kam dabei ein aberwitziger Genre-Mix, in der er die Star Wars Episoden 1 bis 3 nachspielt. Je nach gespielten Kapiteln steuert ihr Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker oder auch Prinzessin Amidala samt Laserkanone. Klugerweise kann jederzeit ein zweiter Spieler ins Geschehen einsteigen. So plättet ihr im Team massig Droidenscharen mit eurem Lichtschwert. Und als zünftiger Jedi nutzt ihr natürlich auch die Macht, um Schalter auszulösen und allerlei Inventar zusammenzubauen oder auch zu zerstören. Außerdem trefft ihr auf allerlei Begleiter. So gesellen sich auch alte Bekannte wie R2-D2 oder C-3PO zu euch. Diese helfen euch mit Spezialfähigkeiten wie höheren Sprüngen oder dem Knacken von Türen. Äußerst gelungen sind dabei die Animationen der recht putzigen Figuren sowie die vielen versteckten Gags, garniert mit einer Portion Selbstironie. Star Wars-Kenner freuen sich über die Umsetzung bekannter Szenen, wie hier der Kampf gegen Jango Fett. Hier auf dem Planeten Naboo trefft ihr übrigens auch auf den von allen geliebten Jar Jar Binks. Doch im Gegensatz zum Film macht er sich hier nützlich. Der Bursche kann nämlich höher springen als Jedis. Per Dreiecktaste übernimmt ihr dabei die Kontrolle von solchen Drittcharakteren. Weniger erfreulich sind dagegen die festen Kamerawinkel, die die Übersicht teilweise erheblich schmälern. Auch die ungenaue Steuerung überzeugt momentan nicht wirklich. Insbesondere wegen der klobigen Beine der kleinen Lego-Männchen. So gehen Sprünge gern auch mal daneben. Bei der uns vorliegenden recht frühen Preview-Fassung fehlten noch viele Soundeffekte sowie die Sprachausgabe. Dennoch sieht der Titel bereits jetzt vielversprechend aus und hat durchaus Potenzial. Da kann man den Entwicklern nur noch eins wünschen. Möge die Macht mit euch sein.